Fromes Viridis, grüne Schwalbenschwänzchen. Die Gattung der Chromis ist wohl die artenreichste Riffbarschgattung überhaupt. Die grünen Schwalbenschwänzchen Chromis viridis sind sehr beliebt unter den Aquarianern und man kann sie oft in Meerwasseraquarien antreffen. Mit einer Endgröße von 8 cm ist er ein relativ kleiner Fisch, zumal er auch relativ langsam wächst. Den deutschen Namen hat er seiner gleichmäßigen, schimmernd grünen Färbung zu verdanken. Männchen bringen meistens noch eine bläuliche Färbung auf der Stirn mit. Besonders das Schwarmverhalten macht ihn für viele Aquarianer sehr attraktiv. In der Natur ist dieser Fisch von der Ostseeküste Afrikas über Australien und die Ryukyu-Inseln bis in den Pazifik zu finden. Sie leben oft an Korallenriffen, die super als Versteck dienen. In der Natur frisst dieser Fisch Zooplankton, was man im Aquarium nicht nachbilden kann. Man sollte sie mit feinen, fleischhaltigen, wie zum Beispiel Cyclops, oder auch Frost- und Flockenfutter füttern. Wir füttern beides täglich abwechselnd. Was man auf jeden Fall beachten sollte, die grünen Schwalbenschwänzchen sind Dauerfresser. Das heißt, sie benötigen 3 bis 5 Mal am Tag kleine Mengen an Futter. Am besten kann man dies mit einem Futterautomaten umsetzen. Bekommen sie nicht regelmäßig Futter, kommt es zum Streit unter den Fischen, was meistens der kleinste Fisch in der Gruppe nicht überlebt. Im Internet wird sich viel gestritten, ob es sich hier wirklich um einen Schwarmfisch handelt, und die Meinungen sind sehr verschieden. Was wir berichten können ist, sie kommen morgens nach Sonnenaufgang zusammen und verbringen den ganzen Tag zusammen in einem Schwarm. Am besten hält man ihn daher in kleinen Gruppen ab 5 Tieren. Wenn aber über den Tag keine mehrfache Fütterung machbar ist, sollte man sie nur als Paar halten, da sie bei wenig Futter die schwächsten Mitglieder in der Gruppe meistens umbringen. Das kann so weit gehen, dass nur noch ein Fisch am Ende übrig bleibt. Das Aquarium sollte lockere Steinaufbauten mit viel Schwimmraum bieten. So können die Fische sich nachts gut verstecken und tagsüber können sie ihre Schwimmgewohnheiten als Schwarm nachgehen. Nachts sucht sich jeder Fisch eine kleine Höhle oder eine Ecke im Aquarium und verbringt dort die Nacht. Dieser Fisch lässt andere Aquarienbewohner zufrieden, ist ein sehr lebhafter Fisch, der alle anderen Fische im Aquarium dazu anregt, aus ihren Verstecken zu kommen, um manchmal sogar mit ihnen durchs Aquarium zu schwimmen. Sie können sehr gut springen, daher sollte ein Sprungschutz oder eine Abdeckung vorhanden sein. Vor allem, wenn sie sich erschrecken, springen sie versehentlich aus dem Aquarium. Die Fortpflanzung im Aquarium ist möglich. Das Männchen paart sich hier gleichzeitig mit mehreren Weibchen und sobald sie einen guten Platz gefunden haben, wird das Männchen die Weibchen der Reihe nach zum Ableichplatz führen, um dort die Eier zu befruchten. Meistens wird die Aquarienscheibe als Laichplatz verwendet. Das Männchen beschützt 3 Tage lang die Eier, denn danach schlüpfen sie auch schon. Im Aquarium selber enden sie oft als Fischfutter. Wer aber die Tiere rechtzeitig rausfischt, kann auch diese ohne Probleme großziehen. Hat dir dieses Video gefallen? Zeig es mit einem Daumen nach oben. Abonniere unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und immer auf dem neuesten Stand zu sein. Schaue auch andere Videos von uns an. Wir haben hier einige verlinkt. Und vergiss niemals, schaust du GarnelenTV, wirst du garnelenschlau.